Das Abholen der Frauen sollte völlig problemlos ablaufen. Wer ist die Synthetische? Ich bin Edi, die künstliche Intelligenz der Normandy. Dann hat Ihnen Joker wohl nichts über die Salarianer beigebracht. Commander, die Sensoren haben die salarianische Basis erfasst. Hey. Gehen wir runter. Das war doch neben dem Joker, oder? Der hat doch immer eine Mütze auf. Ist ja ein Schiss. Irgendwann habe ich noch mal jemand anderen mit überlassen. Die salarianische Bodenkontrolle meint, wir hätten keine Landeerlaubnis. Die Dalatras hat das persönlich autorisiert. Ich wusste, dass sie ihr Wort nicht halten würden. Die soll mal einen kroganischen Abwurf verhindern. Rex! Musste das sein? Wir haben eine nicht genehmigte Landung. Und wer hat Ihnen genehmigt, meine Spezies als Geisel zu halten? Wow. Der geht ja ab wie das Zäpfchen. Halt! Aufhören! Nicht schießen! Commander Shepard, bremsen Sie Ihren Kollegen. Wir haben gerade eben erst von diesem Transfer erfahren. Ja, wir kriegen ich das hin. Ich möchte keinen diplomatischen Zwischenfall. Genau. Sie haben nur was, was für Rex wertvoll ist. So wertvoll, dass ich dafür sterben würde. Naja. Wir können die Sache klären, aber ich muss darauf bestehen, dass er unter Bewachung bleibt. Na dann. Ich krieg das schon hin, Rex. Hoffen wir mal, dass alles okay wird. Wenn es nicht klappt, sind alle Abmachungen gestorben. Yay. Das stimmt schon, Commander. Jeder denkt nur an den Krieg. Und unsere Leute sind extrem nervös. Was ist das denn für ein Teil? Vorsicht! Achten Sie auf den Eindämmungsschild! Ich glaube, diese Spezies heißt Jag. Glücklich sieht er nicht aus. Was ist denn ein Jag? Wie Sie sehen, gibt es in dieser Basis heikle Informationen. Und die wären? Was genau wird hier gemacht? Evolutionsversuche, morphologische Simulation, exogenetische Beurteilung. Cooler Shit. Bei Salarianen muss wohl immer alles kompliziert sein. Die Wissenschaft war immer unsere beste Verteidigung. Durch die hier betriebene Forschung war Sorkesh jahrtausendelang sicher. Und auch das Studium verschwundener Kroganerinnen. Ja. Den Frauen ging es gar nicht gut, als wir sie auf Tuchanka gefunden haben. Sie wurden hergebracht, um sie zu stabilisieren. Dieser ganze Planet stinkt. Ich würde sie gern sehen. Ich muss Ihnen nur eine Freigabe für die unteren Ebenen besorgen. Geben Sie mir kurz Zeit, wir treffen uns dann beim Fahrstuhl. Achtung, Biolabore. Bitte auf Eintreffen des Jagd. Was zum Henker? Ist ein Jag! Oh, Mann. Konsole. Bitte nicht anfassen. Oh. Kann ich denn hier nichts anfassen? Wie gesagt, Commander, nicht anfassen. Ach, komm schon. Was Sie auch davon halten, unsere Befehle sind klar. Reibungslose Übergabe der kroganischen Häftlinge. Wer hat diesen Befehl erteilt? Das ist ein abgesperrter Bereich. Oh, komm. Bleiben Sie bitte zurück. Aber Sie werden die Genophage heilen. Ja, na und? Alle Mühen, die Kroganer aufzuhalten, waren dann vergebens. Wenn ich Ihre Meinung hören will, werde ich Sie befördern. Bis dahin tun Sie... Achtung, an das gesamte Personal. Die Analyse topografischer Daten eines Ortes ist nicht dasselbe, ihn selbst zu sehen. Na. Ein Teil der Welt zu sein, rückt alles in ein völlig neues Licht, oder? Aber da ist auch Bedauern. Weil genau jetzt Reaper andere Welten vernichten, die ebenso schön sind. Noch ein Angriff? Die Verteidigung meldet ein. Eines Tages zeige ich Ihnen die Danori-Spitzen auf Palavin. Falls es sie dann noch gibt. Nett. So sieht es aus, Sir. Gut, Paddock Wicks. Sie haben jetzt die Freigabe, die Frauen zu sehen, Commander. Yippie! Hoffentlich können wir die Sache klären, ohne die kroganischen Rebellionen nachzustellen. Und, Sollte man die Kroganerinnen ausliefern? Ich bin anderer Ansicht als die meisten meiner Kollegen. Die Heilung der Genophage bringt die Sache endgültig zum Abschluss. Die Kroganer spielen vielleicht in Zukunft eine Rolle, die wir uns noch gar nicht vorstellen können. Wir sollten die Evolution über Leben und Tod entscheiden lassen, nicht die galaktische Politik. Okay, na dann war's. Danke für Ihre Zeit. Kein Problem, gehen Sie zum Fahrstuhl, wenn Sie soweit sind. Ach, das Jagdteil wird 100 pro ausrasten und irgendwas kaputt machen. Ein Codeknacker vom Geheimdienst hat erzählt, dass die Turianer nicht mehr lange durchhalten. Die Reaper haben sie bis an die Wand zurückgedrängt. Mhm. Von hier kommen also alle Salarianer, was? Yep. Kein Wunder, dass sie so weich sind. So beschäftigt, Gedichte über Wasserfälle zu schreiben. Shepard, mir gefällt das nicht.
Ich sollte derjenige sein, der reingeht. Wie wäre es, wenn Sie hier bleiben und wir nur einen Krieg auf einmal austragen? Das wäre echt. Das war doch nur ein bisschen kroganische heiße Luft. Im Ernstfall wären Sie jetzt tot. Sehr schön. Und die Insiderquellen. Wer hat Ihnen von den Frauen hier erzählt? Das frage ich mich auch. Tut mir leid, Shepard, aber Sie hören jedes Wort mit, das wir sagen. Ich esse Salarianer lieber, am liebsten roh. Dieser Kogane hat ein einzigartiges Kommunikationsverhalten. Er ist eben etwas für Kenner. Okay. Sie haben auf der Normandy gesagt, dass Reaper auf Tuchanka gesichtet wurden? Die Clans Joggle und Revenor haben einige Landetrupps gesehen. Die Reaper haben etwas vor. Ja, und das... Tuchanka mag ein Haufen radioaktiver Schrott sein, aber es ist unser Haufen. Und wir werden uns zum letzten Kroganer dafür kämpfen. Egal, was es ist. Radioaktiv. Es ist uns. Garrus, warum muss ich mich mit dem einzigen Turianer der Galaxie anfreunden, der sich für witzig hält? Und von mir wird erwartet, dass ich Kroganer hasse. Und dann kommen sie daher und erwärmen mein Herz mit ihrer gewinnenden Persönlichkeit. Mich könnte ein paar Salarianer von einer Klippe stürzen, wenn sie sich dann besser fühlen. Was wissen Sie über diese Frauen? Sie waren nicht fruchtbar, also haben wir sie dazu benutzt, Feinde von denen abzulenken, die es waren. Aber Malens Experimente haben das geändert. Mhm. Diese verdammten Pijacks haben sie uns direkt unterm Arsch weggeklaut. Pijacks? Ja, aber egal. Diese Behandlung ihrer Frauen ist ziemlich brutal, Rex. Die haben das selber vorgeschlagen. Wir mussten viele harte Entscheidungen treffen, um zu verhindern, dass wir völlig aussterben. Eine harte, aber notwendige Entscheidung. Es gehört zu den vielen Dingen, die besser werden, wenn die Genophage geheilt ist. So, und die Reaper noch. Da geht's in den Vorstand. Seit die Sovereign aufgetaucht ist, wusste ich, dass dieser Tag irgendwann kommt. Mein Volk hat zu viel Zeit damit vergeudet, sich als Söldner zu verkaufen. Jetzt können wir wieder das tun, was Kroganer am besten können. Töten! Andere vor Riesenmonstern retten. Sie lassen uns die Rachni-Kriege wohl nie vergessen, was? Als ich das letzte Mal auf der Citadel war, habe ich jedenfalls keine turianische Statue zu ihren Ehren gesehen. Warten Sie mal ab, bis dieser Krieg vorbei ist. Yay, yeah, da kommt der Menschenstadt rein. Mit ihnen zu reden, Rex. Noch schöner wird's, wenn wir Salarianer zum Mittagessen kriegen. Oh, Junge. Ein herrlicher Gag. Ui, Major Kirik, whatever. Commander Shepard, Major Kirahi. Ich hatte schon gehört, dass Sie kommen würden. Ich erinnere mich an alles. Schön, Sie wiederzusehen. Ah, Sie wurden befördert. Ja, und daran ist unsere Mission auf Vermeier nicht ganz unschuldig. Stellung halten. Sie haben an jedem Tag meine Männer gerettet. Schön, ein freundliches Gesicht zu sehen, Major. Garrus Vakarian, wie immer eine Freude. Die Reaper schaffen es immer wieder, uns zusammenzubringen. Das klingt, naja... Wie kommen Sie auf diese Basis, Major? Ich habe das Team auf Tuchanka angeführt, das die Frauen gefunden hat. Malen mag es ja gut gemeint haben, aber seine Methoden waren nicht durchdacht. Testobjekte sind verschwunden. Die Frauen konnten einfach aus seinem Labor fliehen. Okay. Warum sind die Kroganerinnen wohl hier? Ja, was machen die hier? Ne? Unsere Wissenschaftler sagen, es sei wichtig, die Frauen zu bewahren. Als evolutionäre Paradigmen. Ich sage, sobald Leute wissen, dass du etwas Wertvolles versteckst, wollen sie es stehlen. Wie auch immer, ich habe meine Befehle. Das alles wird bald schon Ihr Problem sein. Und was wir beide ist? Spüren wollen noch die Nachwirkungen von Vermeier. Ah, das. Was haben wir da eigentlich gemacht? Ja, welche Ironie. Sie haben das Heilmittel der Genophage vernichtet und jetzt ist es der Schlüssel für ein Bündnis. Ihr Kampf mit Erdnot Rex ist bei der STG legendär. Sie haben ja, Rex Auftritt sicher gesehen. Unsere Kolonien drei Systeme entfernt haben ihn gesehen. Er ist über die Sicherheitsmaßnahmen nicht sehr erfreut. Entschuldigung, aber das ist besser als ein Kroganer, der mit der Schrotflinte durch die Basis streift. Denken Sie an die Opfer. Unsere Krankenstation würde damit nicht fertig. Sind die Salarianer auf einen Krieg gegen die Reaper vorbereitet? Ich habe gehört, was sie mit ihrer Erde machen. Ich bezweifle, dass man sich auf sowas vorbereiten kann. Obgleich Gerüchte kursieren, dass sie eine Art Superwaffe bauen? Yep. Diese Sache mit den Frauen ist Teil davon. Ich brauche die Unterstützung der Turianer und die brauchen die der Kroganer. Genau deshalb bin ich kein Diplomat geworden. Zu viel Händchen halten. Das sollen die Dalatras machen. So, was haben wir noch? Strenge Sicherheitsverkehrungen. Eine Sicherheitsanlage. Erwarten Sie Ärger? Unser Motto bei STG lautet, immer Ärger zu erwarten.
Kommt keiner, machen wir eben anderen Ärger. Unsere Feinde haben die gleiche Idee. Ein hinterlistiger und pragmatischer Ansatz, ziemlich verbreitet unter Salarianern. Scheint wirklich so. Ah, okay, das wär's dann. Schön, Sie zu sehen, Major. Ebenso. Und, Commander? Ganz egal, was die Politiker beschließen, Sie können bei der Rückeroberung der Erde auf meine Unterstützung zählen. Das würden Sie tun? Betrachten Sie es als meine Art, mich zu revanchieren. Es wäre mir eine Ehre, wieder an Ihrer Seite zu kämpfen. Jubi! Guten Tag. Ein netter Salarianer. Schicken Sie der Dalatras die Bestätigung, dass der Austausch durchgeführt wird. Gibt ja gar nicht. Na, mal schauen. Nehmen Sie jetzt den Fahrstuhl nach unten. Dort wird Sie jemand... Alarm! Oh. Ich wusste es! Na, was passiert denn? Hä? Na, was passiert denn? Sensoren zeigen Aktivität auf dem Gelände. Rasch, Commander, jemand wird Sie unten erwarten. Das Basispersonal bleibt bis auf weiteres auf Posten. Alle Exemplare korrekt erfasst, Sir. Yeah, da ist er ja. Shepard, ausgezeichnetes Timing. Mein Lieblings-Salarianer. Mordin! Sehkraft nach wie vor einwandfrei. Überraschung verständlich. Hatte nicht damit gerechnet, wieder zu arbeiten. Sind Sie wieder bei der STG? Sonderberater. Wer könnte das sonst sein? Jemand anders hätte alles falsch gemacht. Habe Kroganerinnen geholfen. Dem Erdnut-Clan Informationen übermittelt. Politischen Druck zwecks Befreiung der Frauen gemacht. Dann sind Sie Rex Insiderquelle. Ja. Erkläre alles später. Sicherheitswarnungen, nicht normal. Müssen zum Schutz der Kroganerin Planeten verlassen. Ja, natürlich müssen wir das. Immunsystem der Frauen geschwächt. Nebenwirkung von Malens Heilmittel. Haben nicht überlebt. Es ist jetzt nicht wahr, oder? Und Malens Forschung, wir hatten sie doch gespeichert. Ja, Daten waren gespeichert, aber nicht vollständig. Zentrale Details zur Rekonstruktion des Heilmittels fehlen, aber dennoch nützlich für Synthese aus Lebendgewebe. Konnte sie nicht retten. Sie haben das ist echt schade. Kam zu spät. Jetzt keine Verzögerung mehr. Eine Überlebende, immun gegen Genophage, kann Heilmittel aus ihrem Gewebe synthetisieren. Sie ist noch hier? Warum nur ja, einer? Letzte Hoffnung für Heilmittel. Falls sie stirbt, Genophage Heilmittel, problematisch. Die reden immer in Stichpunkten. Bitte vorsichtig sein. Organa sind sehr misstrauisch. Ich bin Commander Shepard von der Allianz Navy. Sind Sie hier, um mich zu töten? Ich kann mir kaum vorstellen, was sie durchgemacht hat. Erdnut Rex und ich sind hier, um sie nach Hause zu bringen. Weshalb? Was bin ich für Sie? Was ist das denn? Warum sowieso? Haben die